Ich grüße Willy Tomczyk. Willy Tomczyk, sei mir bitte nicht böse, ich konnte Samstag nicht auf deine Bühnenshow erscheinen. Ich hätte sie mir sicherlich gerne angesehen. Wie du siehst, sind voll im Umbau. Da sind schon die Accessoires von Star Wars. Lieber Willy, ich glaube, der Typ hier, hat sicherlich auch niemals Sex gehabt. Ich fand das so toll, wie du gerade geschrieben hast. Ich habe dir ja in der E-Mail geschrieben, dass ich nicht so samstags und so, ist momentan, wie gesagt, richtig was los. Ja, los heißt, die Show soll laufen. Würde mich tierisch freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Die Wenser finde ich super. YouTube-Kanal, wie gesagt, über E-Mail erzähle ich ja ein bisschen mehr. Ich greife gerade ihn in seinem Arsch. Nein, in seinem Rücken. Ich will auch dir vorstellen, hier ist er nun. Also er flippt natürlich aus, der Bursche hier. Also wie gesagt, Star Wars und Star Wars mit Willy Tomczyk, hier hätte ich wirklich total Bock drauf, Star Wars mal richtig so auseinanderzunehmen, wie hier den Yoda zum Beispiel, auch da hinten die Musik. Ich bin voll im Stress, das ist mir auf eine Art Blut gehen. Ich baue jetzt gerade das Schaufenster um, man muss ja auch von irgendwas leben, ne? I want to be a Jedi! Yoda? I want to be a Jedi! A Jedi. Ne? Zum Beispiel. Wie gesagt, dieser Knirps, der existiert und der kann lebendig werden. Oh, der haut mir natürlich voll in die Birne. Ich würde mich tierisch freuen, mit Willy Tomczyk zusammen zu haben, die Wemser. Und wie gesagt, ich mache immer alles spontan. Ich habe gesagt, ich mache ein Video darüber. Ich möchte mich auf diesem Wege total recht herzlich entschuldigen, dass ich nicht auf der Bühnenshow dabei war, weil ich habe auch zu spät die E-Mail gelesen, heute erst. Und ja, ich bin wie gesagt voll im Stress, habe sofort die Kamera angemacht und habe auch den Yoda aus dem Schrank geholt, um dir Tom bzw. Willy, ja, das wäre doch toll, die Willis, das wäre doch mal was. Die Willis, ja, ja, siehst du, da reagiert er sogar drauf. Ich muss mal vorsichtig sein, heute mir in die Birne. Die Willis und die Star Wars Geschichte, das wäre auch so eine Sache. Ich bin also gerne bereit, mal nach Herne oder zu Herne zu reisen, um mit dir zu smalltalken über diese Idee. Über die Idee, The Star Wars Show, die gibt es wirklich. Die Star Wars Show Deutsch noch nicht. Natürlich gibt es die durch mich, weil ich die ja ins Leben gerufen habe. Ja, die Wemser. Und so weiter und so fort. Also ich würde schon mit Willy darüber sprechen, ob Yoda jemals Sex hatte, ne? Bei Star Wars. Ja, ist ja wahr. Ich muss immer gucken, dass er in einer richtigen guten Position kommt, damit ich den auch wieder ordnungsgemäß in den Schrank stellen kann. Nein, er kommt jetzt ins Schaufenster. Ist ja klar. Es geht auf Weihnachten zu, es geht auf Halloween zu. Da passt doch so ein grüner Zwerg hier bei Halloween. Wäre doch so eine super Sache, ne? Also wie du siehst hier, bin voll am Action, weil hier ist Publikum, hier ist live, hier sind Zuschauer, hier sind Kunden, weil wir sind nicht nur das Medienhaus, nein, wir sind auch das Copyhaus. Und das bedeutet eine Menge. Und als Producer und als, ne, ist klar, selbstständig bist du immer ständig und selbst, ne? So wie die da hinten, heute ist ja da mal wieder richtig was los da drüben. Ja, genau. So, I want to be a Jedi. Yoda, I want to be a Jedi. Ja, er hat keinen Bock, vielleicht die Batterie alle, ich weiß es nicht. Ich mache mal wieder aus. Lieber Willy Tomczyk. Kennst du Willy Tomczyk? Du, der kennt Willy Tomczyk. Hast du gesehen, der hat sofort auf den Namen Willy Tomczyk reagiert. Das ist doch mal was. Ne? Ja, wir können das ja auch alles im Ruhrpottdeutsch machen. Weißt du da Bescheid, ne? Ja, das können wir alles machen so. Ruhrpottdeutsch, Star Wars im Ruhrpott. Ne? Das wäre auch. Also eine machbar. Also hier ist alles machbar. Auf diesem Wege habe ich mich total recht herzlich entschuldigt, dass ich nicht auf der Bühnenshow war. Ich hätte den Buschtowski mir gerne doch angesehen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, die diesen Videoclip jetzt hier gesehen haben sollten. Es geht darum, dass die Show weitergeht. Und zwar die Deutsche... die macht mit euch ist, sagt er ja immer. Also, wie gesagt, es geht mit dem Freund Yoda und es geht mit R2-D2, Darth Vader. Sind ja alle hier. Ich kann ja alle nicht jetzt hier hochhalten. Wie gesagt, ich arbeite jetzt weiter für meine Zuschauer, für meine Gäste und vor allen Dingen für meine Kunden. Meine lieben Kunden, die tagtäglich hier, 7 Tage die Woche hier erscheinen. Das Schaufenster im Oktober wird wieder neu gestaltet. Das Schaufenster im September war ja Darth Maul, ganz groß, ne? 2,40 Meter mal 2 Meter. Der ist jetzt weg.
Und jetzt kommen die hier wieder und erfreuen mir. Much to learn, you still have. Ja, ich muss sehr viel lernen, das weiß ich. Das erzählt er mir tagtäglich. So ist der Yoda nun mal. Hallo Willi, wenn du Lust hast, Star Wars auseinanderzunehmen. Wir unterhalten uns, das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, ich habe auch geschrieben, wie oft ich Zeit habe, so viel ist es nicht. Selbst und ständig ist ein Selbstständiger, weißt ja Bescheid. Danke für den Videoclip, danke für deine Antwort. Und die quatsche ich mir auch dahin. Ciao.